Jo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge Let's Play Iron Marines. Und ja, ich habe mir eine Sache überlegt, weiß aber nicht, ob die funktioniert. Und zwar, erstens mal wäre es ganz gut, wenn wir die Typen mitnehmen. Das wäre mal das Erste. Zweitens, das ist ziemlich sinnlos, das brauchen wir nicht. Und sonst eigentlich auch nichts, würde ich fast sagen. Man könnte höchstens vielleicht die Dinger nehmen. Aber ich weiß nicht, ob die genug Schaden machen. Aber wie viel kann man eigentlich maximal von etwas besitzen? Wir können es ja mal kurz ausprobieren. Okay, es gibt anscheinend kein Limit. Weil sonst hätte ich jetzt nämlich gesagt, wahrscheinlich ist 5 das Limit. Ja, würde ich aber lieber sagen, nehmen wir nochmal die Typen mit. Und zwar hätte ich dann so gesagt, wir probieren es jetzt einfach nochmal. Ungefähr genauso, wie wir es letztes Mal gemacht haben. Mit dem Unterschied, dass wir... es wird ja angekündigt, bevor er die ganze Basis zerstört. Es wird ja angekündigt, bevor die ganze Basis zerstört wird. Und dann hätte ich halt gesagt, moved man kurz bevor das passiert alle Truppen schon rüber. Und dann hat man nicht diese Wartezeit. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es überhaupt keinen Unterschied machen wird. Wenn man ehrlich ist, weil der hatte ja noch über die Hälfte oder knapp die Hälfte an Leben. Aber wenn man das zweimal richtig macht, dann ist es auf jeden Fall mehr Damage. Oder müsste mehr Damage sein. Plus wir haben jetzt noch extra Truppen, die ich dann auch auf jeden Fall nicht einfach nur opfern will. Sie stehen unbeeindruckt im Kampfgetümmel und schalten die stärksten Feinde aus. Nahkampfvorrüstung, Gesundheit, greifender Boden. Ja, genau. Das habe ich auch schon rausgefunden. Der ist Trash. Please change that. So. Dann haben wir das. Dann let's go. What the fuck? What's that? Welche Range haben die? Oh, eine extrem hohe Range. Das ist perfekt für unser Vorhaben eigentlich sogar. Und dann nehmen wir auch nicht nochmal die Ranger, sondern wir nehmen jetzt zweimal den Raketenwerfer, den Sharestorm. Und später nehmen wir dann wahrscheinlich Sniper, weil die dann eh sauweit weg von den Gegnern stehen. Sodass wir eigentlich keine Probleme... Oder nehmen wir auch gleich die Sniper? Ja, wir nehmen sie gleich schon mal. Dann können die nämlich auch sauweit hinten stehen. Die genauso. Dann sind... Ist nur die Helden unsere Frontline. Die Helden und die Dropgun ist unsere Frontline. Aber passt, ja. Jupp, die Gegner wurden zerstört. Die Gegner wurden destroyed, wie man so schön sagt. Leute, die Dropgun hat einfach das Everwater aufgenommen. Fuck, Alter. Die Soundcue von denen, die gefällt mir gar nicht. Die sind ja immer übel nervig. Okay, dann brauchen wir, glaube ich, noch ein Upgrade, ne? 50. Holen wir uns das mal noch. Bevor ich das noch vergesse. Alright. No! Don't die on me, bro. Ach du Scheiße. Das wird die Hölle auf Erden los. Mach das mal kaputt hier. Uff. Ja, ich werde es wieder nicht halten können. Mann, drop doch die Dropgun. Oh mein Gott. Es ging halt einfach nicht. Wo mein Hater sogar in der Nähe stand. Hayden. Jetzt muss ich einfach nur kurz reingehen, damit die da rausgehen. Gute alte Trick 17. Ja, fuck, sie haben es trotzdem geschafft. Aber der Typ hier die ganze Zeit nicht in Range war, der hat überhaupt nicht geholfen, sehe ich gerade.
Der war überhaupt nicht in Range. Na gut, das ist natürlich ungünstig. Wenn der gar nicht in Range ist. Habe ich das Upgrade unten gekauft? Ja, ne? Ja. So, jetzt ist es wieder kaputt. Und jetzt schicken wir die Heldin rein. Und die macht das jetzt hier clear. Oder auch nicht. So. Ach, hier hatte man nur einen Turm. So, schon wieder vergessen, war. Das habe ich schon wieder vergessen. Ah, warte mal. Wir können tatsächlich nur eine von diesen Einheiten benutzen zeitgleich. Also es bringt eh nichts, wenn man 5 Stück davon kauft. Okay. Weil offensichtlich, wir können sie ja gerade nicht benutzen. Das heißt, man kann nicht einfach in einem Level mit 10 solchen Einheiten spawnen und das ganze Level damit besiegen. Schade. Ich meine natürlich gut so, balanced. Ich weiß halt nicht, ob das funktionieren wird, dass man dann seine Einheiten rettet, aber eigentlich wüsste ich nicht, wieso. Ich denke mal, das ist auch der Grund darum, dafür, dass es so lange dauert, bis der diese Wusch-Attacke macht. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Kann man aber irgendwie auch nicht vorstellen, dass das irgendeinen Unterschied machen soll. Aber ich meine, irgendwas muss man ja probieren. Oh oh, es geht los. Aber mal gucken, wir haben jetzt auf jeden Fall mehr Einheiten und wahrscheinlich auch ein bisschen bessere Einheiten. Am Anfang hatten wir auch noch den Typen. Das war auch, glaube ich, übelst der Waste. Dass wir so ewig lange diesen Nahkampftypen hatten, der einfach gar nichts gemacht hat. Für uns. Das war, glaube ich, auch ein bisschen Waste of Time. Ich move die aber auf jeden Fall schon mal nach unten. Damit sie schneller abhauen können. Gerade so, dass sie noch in Range sind, quasi. Den Typen hier auch. Weil die Base muss man ja nicht verteidigen. Die Base stirbt ja eh. Das ist ja Wurst. Oh oh. Jetzt. Uff. Alter, er macht halt einfach so einen übertriebenen Damage. Also seit, schaut euch das mal an, man, seine Lebensanzeige hat sich nicht mal bewegt. Es hätten wir einfach, es wäre ich einfach AFK. Also komm, Mann, das ist doch lächerlich. Was machen die Idioten, Alter? Ihr habt doch übelst die große Reichweite. Ja. Also keine Ahnung, ich check nicht, was man da machen muss, ehrlich gesagt. Vor allem die Fähigkeiten meiner Heldin treffen ihn nicht mal, obwohl sie in seinem fucking Gesicht steht. Aber ja, jetzt müssen wir abbauen. Und, hat's geklappt? Yo, mein Spinnenläufer hat's noch erwischt, oder? Komm. Fuck. Oder vielleicht brauchen wir die Jedi-Ritter. Probieren wir mal die Jedi-Ritter. Kann man zwar nicht forschen, dass die nicht... Also ich wette, die überleben keine 3 Sekunden. Die werden bestimmt einfach komplett zerstört gleich. Oh ja. So. No! Oh. Hol uns mal das Everwatt.
Illovik. Prela Dur. It will be. Honor to serve. Schau dich das mal an. Alle unsere Einheiten schießen auf den, außer diese Vollidioten hier. Ne, die schießen sogar auch auf ihn. Und trotzdem ist. Er kriegt einfach keinen Damage. Weißt du, das ist halt. Ich weiß es nicht, Mann. Was ist das? Also, es gibt halt schwer und es gibt halt einfach nur ein Spiel, das man nicht gerne spielt, weil es so schwer ist. Und das ist der Fall. Weil. Du hast halt vorher einfach quasi keinen Schwierigkeitsgrad und dann hast du ein unmögliches Level, das man nicht schaffen kann. So, hä? Na gut, diesmal läuft es deutlich besser. Aber wir haben auch viel mehr Truppen und ich habe es, glaube ich, auch besser gemanagt. Die Truppen sind nicht gestorben, etc. Aber er heilt sich sehr einfach wieder. Er heilt sich sehr einfach wieder. Das ist ja eh das Lächerlichste an der Scheiße. Dass der sich das halt einfach wieder heilt. Jetzt macht er eklig wieder alles kaputt. Jetzt probieren wir mal die Raketen hier. Funktioniert nicht. Wir können die Raketen nicht machen auf ihn. Alum FAO. Man kann die Raketen nicht gegen ihn benutzen. Oh oh, wir müssen weg, wir müssen weg. Oh, wir sind zu spät. Leck mich, Alter. Du bist ein Haufen Kacke, Junge. Es ist so lächerlich. Es ist so lächerlich. Es ist so lächerlich. Ich weiß jetzt nicht, ob die Jedi-Ritter... Ich weiß nicht jetzt, wer den ganzen Damage gemacht hat. Also gefühlt haben wir schon deutlich mehr Schaden gemacht. Das auf jeden Fall. Ja, machen wir mal nur Jedi-Ritter. Maybe. Oh, ich habe noch mehr Truppen auf Lager. Oh mein Gott, no! Uff. Machen wir nur Jedi-Ritter jetzt hier. Ich kann sie mir nicht mehr leisten. Wie viel kosten die denn? What the fuck? Gefühlt 1 Milliarde. Ja doch, es sind die Jedi-Ritter, die den Damage gemacht haben. Zieht euch das mal rein, Alter. Okay. Merke... Alter, jetzt hör halt mal auf, nur auf die zu schießen. Du nervst, Junge. Du nervst wie unglaubliches AIDS. So, jetzt töte den. Jo, wahrscheinlich, oder? Dich kann man nur 1 Sekunde lang angreifen. So lächerlich, ey. Ach, gut, dass die Typen einfach komplett nutzlos sind. Die haben eigentlich überhaupt nichts gebracht. Die haben überhaupt keinen Unterschied gemacht am Anfang. Die sind einfach komplett kacke. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich hätte jetzt wieder verloren, das war jetzt wirklich... Das war jetzt haarscharf, ey. Also wenn wir beim ersten Mal, glaube ich, nicht alle Truppen überlebt hätten, hätten wir jetzt auch wieder verloren. So krank. Also es ist eine Sache, die ich ein Spiel nicht mag, wenn sie die ganze Zeit extrem leicht sind und dann kommt ein Boss und dann ist der nicht stark. Nein, er ist wirklich jenseits von allem, was du bisher erlebt hast. Da frage ich mich halt, haben die das Spiel eigentlich selber gespielt? Also, hä? Oder haben die Testpersonen gehabt, die nicht gesagt haben, what the fuck, Alter, warum ist das Endlevel plötzlich 10-mal schwerer als alles, was davor passiert ist? Aber gut. Gut gemacht, Iron Marines. Die Invasoren wurden besiegt. Jetzt müssen wir unsere Kolonie neu aufbauen. Gehen wir es an. Sieg, yeah. Der Krieg ist vorbei. Ich hoffe, wir werden ihnen nie wieder begegnen. Tja. Vergebens wahrscheinlich, denn der nächste Planet wartet. Du hast eine neue Welt freigeschaltet, neue Herausforderungen. Was ist das? Kaputter Pfeil, kein Held.
Oh, es gibt noch Herausforderungen für jede Welt 2 anscheinend. Mission 14? Was war das hier? 8. Mhm. Wenigstens hat unser Heldenlevel ab. So. Gut, wir haben 670. Machen wir mal das hier. Alle Einheiten besitzen die Chance auf einen kritischen Treffer mit doppeltem Schaden. Nice. Alright, ich habe meine neue Welt freigeschaltet. Ach du Kacke, wie sieht die denn aus? Oberster Denker Tau Ceti 7. Divala Diva. Dr. Einstein, Planet Erde. Alido 5. Verbündete aus verschiedenen Systemen wurden entführt. Berichte besagen, dass es die Periferioden waren. Wir müssen sie retten. Später auf einem weit, weit entfernten Planeten. Der Planet besitzt eine starke Orbitalverteidigung. Schilde hoch. Jawohl. Jawohl. Achtung, Marines, das wird ruckelig. Okay, neuer Planet, der eine riesige Stadt anscheinend ist. Ich würde aber trotzdem sagen, wir machen erstmal diese Missionen, wenn wir die jetzt schon freigeschaltet haben. Und da man da kein Hate braucht, wird es wahrscheinlich auch unabhängig von einem Fortschritt sein, wobei die Upgrades sind. Ah nein, da stand, was stand da? Upgrades. Hallo? Oh. Alle Verbesserungen, Verbesserungslevel 1. Ja, aber es ist trotzdem ein Unterschied, ob du wirklich alle Verbesserungen hast oder nur die, die wir jetzt haben. Ach so, nein, Heldenlevel 10 steht da. Ich dachte, das Minus heißt, ah, okay. Dann gucken wir doch mal. Oh, das sieht schon mal nicht gut aus, wenn man so viele Einheiten hat. Finde alle Ethereum-Kristalle, die von den Fae gestohlen wurden. Wo sind wir? Hier ganz unten. Okay. Formation! To the front. Nuclear. Wilco. Grenade. Without fail. Gut, dass man so viel Vision hat. Roger that. Marching. Das ist wohl der Kern dieser Mission. Very well. Okay, also hier ist schon wieder Schluss. Atomic. You're on. Yes. Total proton reversal. Yeah, okay. Lol, es hat sich gerade angehört wie Dragon Ball auf Englisch. Okay, hier ist auf jeden Fall Feierabend. Ohne Spaß, die hören sich an wie diese Dragon Ball Charaktere. Also diese NPC-Charaktere, also die nicht wichtigen, nicht NPC, aber die nicht wichtigen Charaktere. Im Anime die Non-Player-Charakter, alles klar. Start playing video games. Oh mein Gott, die überrennen unsere Snipers. Sniper, geht Kerbe. Oh, wir haben neue Einheiten bekommen? Nee. Hä? What the fuck, warum haben die sich so komisch gesplittet? Gehen wir erstmal nach oben, würde ich sagen. Da ist nämlich fast nichts mehr. In fact ist da gar nichts mehr, okay. Roger that. Target locked. Uh-oh. Target locked. Understood. Five by five. You're on. Target locked. Okay. Wir haben erst einen so einen Kristall gefunden.
Ist das normal? Für mich hat die Map nämlich einen ziemlich kleinen Eindruck gemacht. Hinter uns ist halt irgendwas, aber das können wir einfach ignorieren, würde ich sagen. Zwei von fünf, ah. Drei weitere befinden sich in der Nähe. Okay, vielleicht müssen wir den Typen hinter uns doch mal ausschalten. Alter. Okay, hier ist gar nichts. Da kommen immer wieder welche von hinten. Das ist richtig ätzend. Uff, ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Das sieht noch gut aus. Das sieht mir auch nach dem nächsten Kristall aus. Oh mein Gott, wir werden komplett von hinten zerstört. Oh mein Gott, no, nicht die Sniper, nicht die Sniper. Oh boy. Wir müssen jetzt auf jeden Fall nach hinten. Ich glaube, die Einheiten regenerieren hier schneller. Okay, jetzt können wir nur noch nach rechts gehen. Okay. Oh, von hinten wieder. No, 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 no. Alter. Talking about close. Von hinten kommt, glaube ich, wieder was. Alter, die schießen halt einfach 10 Kilometer weit ins komplette Dunkel. Okay. Nein! Alter. Ach, da oben standen die, deswegen. Oh mein Gott, wie unfair einfach nur. Lass mich da gefälligst was draufsetzen, sonst raste ich aus, ey. Mann, wie unnötig einfach nur. Hä, hey, Moment, was? Jetzt sind sie schon kaputt? Hä? The fuck? Okay, ich bin anscheinend einfach nur komplett bescheuert. Na gut, dann lassen wir die da oben mal kämpfen, die Alte. Und dann macht ihr das hier mal kaputt. Oh. Jetzt dachte sich der Gegner auch, dann mache ich das hier einfach mal kaputt. Dort meinte er meine Heldin. Oh, ist das der letzte? Oh, nee. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt was bringt, die Dinger zu zerstören. Weil Gegner kommen ja immer welche, also. Aber hä? Ich war überall und habe noch nicht alle gefunden. Oh, nevermind. Wollte schon sagen. Puh. Ja, okay, war ätzend zu spielen, aber richtig schwer war es auch wieder nicht. War nur ätzend zu spielen. So, und da steht jetzt auch, dass wir es haben. Ja, Moment, ist das jetzt was anderes? Nee, oder?
Aber woher weiß ich, dass ich das hier schon abgeschlossen habe? Weil der Ring außen leuchtet, oder was? Wartet mal. Ah ja. Nee, nee, das war schon das, was wir gemacht haben. Okay, dann... Ach, das hätten sie aber auch ein bisschen besser markieren können, weil irgendwie sieht das genauso aus wie das hier. Schon klar, also außen der Ring ist halt voll, leuchtet schon, ja, aber... Oh, hier war es kein Held. Ach so, in der nächsten Mission war das mit kein Held, okay. Oh, das kennen wir doch. Bau eine Raffinerie nahe den Kern, bevor es zu spät ist. Okay. Oh. Nicht hier oben, I guess. Nope. Nope. Nicht hier oben. Pedal to the metal. Not in doubt. Very well. Granted. Flame on. Yep. Sure. Na, unsere Basis damals war, glaube ich, auch irgendwo da unten. Wenn mir jetzt nicht alles deischt. Formation. Burning. Grenade. Hit the gas. Pedal to the metal. Flame on. Uff. Yep. Beware the thing. Fire in the hole. Lol. Der hat eine Spinne, die er kontrollieren kann. To the front. Ah, macht aber gar nicht so viel Schaden, wie ich immer dachte. Ah, macht er dieses Feuerfeld, wo die Leute dann Damage bekommen, ohne dass er weiterhin auf sie schießen muss. Schätze mal, dass das dann doch was bringt. Ist by the way auf Zeit, das sehe ich erst jetzt. Ups. Man weiß halt nicht genau, wo man hin muss. Ah, nevermind. Alter, dauert das lange. Holy shit, dauert das lange. Okay. Das ist natürlich nicht so gut. Ja, aber der Flammenwerfer-Typ, der hält schon extrem viel aus. Ging's gerade kurz schneller oder kam mir das nur so vor? Ups. Beware the thing. Fire in the hole. Granted. Grenade. Da gehen wir mal rein. Aggressiv. Ach, by the way, die Zeit ist stehen geblieben anscheinend. Während wir einnehmen. Weiß zwar jetzt nicht genau wieso, aber wahrscheinlich, weil das die gesamte Missionszeit ist. Also danach muss man wahrscheinlich noch etwas mehr machen als nur... No! Oh mein... Wait, what the fuck? Moment mal, man kann den Roboter wieder herstellen? Oder wie? Ja, das sieht schlecht aus, Boys. Ah, oh ja, nice. Oh mein Gott, er ist wieder da. Okay, dann... Na gut, das bringt uns halt gar nichts. Ja, aber er ist gleich wieder kaputt, das ist das Problem. Ja. Also solange der Typ überlebt, können wir ihn immer wieder herstellen. Das gefällt mir. Müsste auch gleich wieder soweit sein, eigentlich. Oh boy.
Jetzt. Ah, let's go. Kann ich hier hinter eine Drohne schicken? Perfekt. Okay, das ist ganz schön heavy, Alter. Jetzt verstehe ich auch das mit der Zeit. Du kannst halt auch abhauen, aber dann läuft halt die Zeit ab. Und ich fürchte, wir müssen auch abhauen, Alter. Ich habe den schon wieder verloren. Mann! Weil hier so viel Scheiße auf Long Range ist. Und wenn du abhaust, verlierst du wahrscheinlich auch den Fortschritt. Oder vielleicht sogar nicht, weil... vielleicht verlierst du sogar nicht den Fortschritt. Oh oh. Vielleicht verliert man sogar nicht den Fortschritt aus dem Grund, weil es ja eh schon so lange dauert. Ich weiß auch nicht, wohin die Viecher gehen, wenn die einfach nur dran vorbeilaufen. TBH. Ja, perfekt. Jetzt kommen halt wieder so übertrieben starke Gegner, jetzt müssen wir nochmal abhauen. Komm schon, Drohne. So. Jetzt müssen unsere Typen mal ein bisschen regen kriegen. Die fliegenden Viecher sind halt so nervig. Und alles, was Long Range besitzt, ist auch so nervig. Aber die Drohne hat uns gerade richtig viel Zeit gekauft. Weil die hat so lange die Gegner abgehalten da drüben. Nice. Wow. Okay. I take it. Super Soldat. Und Kara ist fertig, let's go. Kara Stufe 10. Es gibt ja noch so viele Helden. Achso, wir haben auch neue Helden freigeschaltet, lol. Fate, Ajax und Donkey Kong. Darwin. Was kann die denn? Verbirgt Fate vor Feinden und den meisten Steuereintreibern. Chance auf tödlichen Treffer während Tarnung. Erhöhter 3, doppelte Angriffsreichweite während Tarnung. Zerstörungsexperte platziert eine mächtige Sprengladung, die per Fernzündung explodiert. Und jetzt alle Cheese. Sprengladungen lösen eine tödliche Giftwolke aus. Okay. Mhm. Plantierte Sehhilfe gewährt feldvergrößerten Sichtbereich. Okay, die gefällt mir jetzt aber nicht, weil die hört sich so an, als wäre die nicht besonders stark im Sinne von tanky. Ja, ich würde sagen, Helden ausprobieren, das können wir später nochmal machen. Weil jetzt haben wir halt erst einen Helden auf Stufe 10. Wenn wir jetzt wieder einen Helden auf Stufe 1 haben, schaffen wir kein einziges Level. Das kann ich jetzt schon sagen. Das sagt mir meine Erfahrung aus Kingdom Rush. So. 5% zusätzliche Credits bei Abschluss einer Mission. Wächter nähern sich Feinden blitzschnell und fügen zusätzlichen Schaden zu. Oh. Das hört sich doch sehr gut an. So viele Upgrades, ey. Wie soll man die alle freischalten? Na gut. Dann würde ich sagen, war's das. Ich bin fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Rein, danke fürs Entscheiden. Ciao, ciao.